Auf dem Grundstück am Äbtissinsteig steht die alte Pestalozzi-Schule. Durch die Aktivitäten der Künstlerin Doris Schöttler-Boll war die Schule 25 Jahre lang ein gut besuchtes Kreativzentrum. Dessen ungeachtet beabsichtigt die Stadt seit Jahren, das Grundstück zu verkaufen. Und zwar zu einem möglichst hohen Preis. Der Erhalt der alten Schule war bei den Verkaufsplänen bislang kein Thema. Das ansehnliche Schulgebäude liegt im Steler Rott. Das Steler Rott grenzt direkt an den Stadtteil Krai. Durch die stark befahrene Steler Straße und die S-Bahn-Trasse ist das Rott vom Stadtteil Steele gewissermaßen abgeschnitten. Das Rott war einmal ein blühender Stadtteil, der in den letzten Jahren allerdings deutlich an Glanz verloren hat. Das liegt zum einen an der hohen Verkehrsbelastung auf der Kreier Straße. Zum anderen wurden aber auch viele gut besuchte öffentliche Einrichtungen einfach dicht gemacht. Wie zum Beispiel das Schwimmbad am Südpark oder die Marienkirche. Früher gab es im Rott sogar einmal ein gut besuchtes Kino. Der etwaige Abriss eines weiteren markanten Gebäudes wie der alten Schule stößt daher auf breiten Protest der Bürger. Auf einem Infoabend im Grend wurde im Mai 2017 mit Bürgern und Vertretern aus der Politik diskutiert, ob und wie das Gebäude gerettet werden kann. Deswegen wäre dann der Appell an die Politik, dem Antrag morgen zu folgen, sodass man die Zeit hat, das Gespräch mit dem Investor zu suchen. Also wenn man über Stadtentwicklung und Sanierungskonzepte ein bisschen in einem größeren Rahmen nachdenkt, erwartet man eigentlich Konzepte, die für den Stadtteil arbeiten. Und wenn man sieht, was den Leuten in dem Stadtteil fehlt, ist also wirklich ein Identifikationspunkt. Ja, die alte Schule. Der Kunstverein Atelierhaus verfolgte schon lange das Ziel, das Gebäude zu erhalten und weiter zu nutzen. Bislang bestand nur wenig Hoffnung, dass das gelingt, denn der Abriss schwebte wie ein Damoklesschwert über dem Haus. Doch im Frühjahr gab es neue Hoffnung. Der Kunstverein hatte einen Investor gefunden, der das historische Gebäude retten wollte. Die Architektin Christiane Vogt erarbeitete im Auftrag dieses Investors einen Vorentwurf, der ein Kompromiss war zwischen der kulturellen Weiternutzung des Gebäudes und der von der Stadt angestrebten Wohnbebauung. Was die Wohnbebauung auch noch auszeichnet, ist, dass sie barrierefrei geplant ist. Also es gibt zwei Gebäudeteile, die jeweils einen eigenen Aufzug haben und ein Treppenhaus. Und einer der beiden Aufzüge ist so platziert, dass auch die Schule über diesen Aufzug erschlossen werden kann. Also wir sind uns auch mit den Künstlern einig, dass es da eine Zusammenarbeit geben wird, dass der Geist von Doris Schöttler-Boll auf jeden Fall weitergelebt werden soll. Die vor zwei Jahren verstorbene Doris Schöttler-Boll war eine Schülerin des Künstlers Josef Beuys. Sie lebte und arbeitete fast 25 Jahre lang in der alten Schule. Während dieser Zeit wurde das Haus zu einer auch überregional bekannten Begegnungsstätte in Sachen Kunst. Doris Böttler verstand es, Barrieren abzubauen und den Nachbarsjungen mit dem Hochschulprofessor an einen Tisch zu bringen. Nach dem Tod der Künstlerin musste das Haus geräumt werden und stand danach mehrere Monate leer. Durch die beharrlichen Verhandlungen zwischen der Flüchtlingshilfe e.V. mit der Stadt wurde in 2016 die Nutzung einiger Räume für die Weiterbildung von Flüchtlingen ermöglicht. Im August wurde der Verkauf des Grundstücks von der Stadt Essen ausgeschrieben. Doch nicht so, wie sich das der Kunstverein Atelierhaus erhofft hatte. Der Erhalt des Atelierhauses wurde in der Ausschreibung zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht zwingend festgeschrieben. Auch der potenzielle Investor zog hieraus seine Konsequenzen. Wir finden es bedauerlich, dass der Investor abgesprungen ist. Der hat ja eigentlich einen tollen Kompromiss gefunden zwischen der Forderung der Stadt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen einerseits und andererseits das Haus zu erhalten und den Kulturbetrieb im Sinne von Doris Schöttler-Boll weiterzuführen. Wir geben aber unsere Hoffnung nicht auf, denn es haben sich andere Interessenten gefunden, die Interesse an den Plänen haben, der Architektin Christiane Vogt. Wir machen einfach weiter und wir wollen, dass das Haus erhalten bleibt. Das wollen auch die Bürger aus dem Steler Rott und hoffen auf eine Wiederbelebung des Begegnungszentrums.
Die Stadt hat zu viele Dinge schon zerstört. Dieses Gebäude zusammen mit dieser Kirche bildet ein Ensemble. Es ist für diesen Stadtteil Rott ein stadtbildprägendes Gebäude. Und das muss man begreifen. Und das darf einfach nicht verschwinden. Wollen's erhalten und mitgestalten, bis alle Frauen. Ein Name für das Gebäude wird auch schon diskutiert. Doris Schöttler-Bollhaus